Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Untersuchungsausschuss war ein Erfolg. Der Ausschuss war schon alleine deshalb ein Erfolg, weil er die Gesellschaft sensibilisiert hat für die vielen Herausforderungen im digitalen Zeitalter. Das Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Privatsphäre des Einzelnen und der doch so notwendigen Tätigkeit der Sicherheitsbehörden wurde selten so intensiv in der Gesellschaft diskutiert. Er war aber auch ein Erfolg, weil wir bestehende organisatorische Defizite erkennen und abstellen konnten und weil wir im Ergebnis nicht nur die parlamentarische Kontrolle, sondern auch die Sicherheit unserer Bürger gestärkt haben. Die innere Sicherheit in einer freiheitlichen Gesellschaft zu gewährleisten, das ist schon immer ein Kernanliegen von CDU und CSU gewesen. Und deshalb war für uns auch ganz klar, dass dort, wo Fehler geschehen sind, die gebotenen Konsequenzen auch gezogen werden müssen. Aber Konsequenzen ziehen, das bedeutet für uns eben nicht, Nachrichtendienste pauschal zu diffamieren oder sogar abschaffen zu wollen, sondern Konsequenzen ziehen bedeutet für uns, Fehler zu beheben und gemeinsam daran zu arbeiten, dass sie sich nicht wiederholen. Und deshalb war es richtig und wichtig, dass etwa im BND die Weisungslage zur Fernmeldeaufklärung konkretisiert wurde, dass Arbeitsabläufe verbessert wurden und dass wir als Deutscher Bundestag mit der Reform des BND-Gesetzes die gesetzlichen Grundlagen verbessert haben. Europa und Deutschland, liebe Kollegen, stehen im Fokus des internationalen Terrorismus. Und das Letzte, was wir zurzeit brauchen können, ist eine politisch motivierte Kampagne gegen unsere Sicherheitsbehörden. Nein, wir müssen gemeinsam mit unseren internationalen Freunden und Partnern geschlossen gegen diejenigen vorgehen, die unsere freiheitlichen Gesellschaften zerstören wollen. Und mit Freunden und Partnern meine ich ausdrücklich nicht nur unsere europäischen Nachbarn, sondern auch ganz bewusst die USA. Denn bei allen politischen Differenzen, die wir manchmal haben, und bei allem, was in letzter Zeit aus dem Weißen Haus getwittert wird, sollten wir eines nicht vergessen: Unser Gegner liegt nicht jenseits des Atlantiks, sondern unsere gemeinsamen Gegner sind all jene, die unsere Freiheit und Sicherheit angreifen. Und diese Gegner können wir nur gemeinsam bezwingen. Bei aller gebotenen Kritik an der NSA und ihren Aktivitäten dürfen wir Maß und Mitte nicht verlieren. Ja, es gab Fehler und ja, die Tätigkeit der NSA entspricht in Art und Umfang nicht dem, was wir uns für unsere Dienste wünschen. Aber lassen Sie uns ehrlich sein, dank der Hilfe amerikanischer Sicherheitsbehörden konnten wir bereits mehr als einmal Schlimmeres in unserem Land verhindern. Und deswegen finde ich es bedauerlich, dass manche Medien nur zu gerne Spekulationen verbreitet haben, die sich zwar gut verkauft haben, von denen wir aber heute längst wissen, dass sie mit der Realität nicht viel zu tun haben. So wurde etwa in der ursprünglichen Berichterstattung über die Snowden-Dokumente mehrfach unterstellt, und heute wurde es ja auch von Kollegen wiederholt, die Bundesregierung leite monatlich mehrere hundert Millionen Metadaten über deutsche Staatsbürger an die NSA weiter. Heute wissen wir, dass es sich dabei um Metadaten handelte, die der BND im Rahmen des Antiterrorkampfes und zum Schutz unserer Soldaten in Afghanistan erhoben hat. Es wurde auch behauptet, das Bundesamt für Verfassungsschutz beteilige sich mit dem Programm X-Keyscore an einer weltweiten Datensammlung der NSA. Mittlerweile wissen wir, dass es einen solchen Austausch nie gegeben hat. Das Bundesamt benutzte das Programm lediglich testweise und nur zur rein internen Auswertung von Daten, die völlig rechtmäßig erhoben wurden. Und nicht weniger unangebracht erscheint mir übrigens nicht weniger unangebracht, dass Teile der Opposition, wie es jetzt auch hier gerade wieder deutlich wird, vor allem Kolleginnen und Kollegen, die ich noch nicht im Ausschuss gesehen habe, von daher weiß ich auch nicht, woher man sich da so sicher sein kann, dass Opposition sich bei diesem Spiel mitspielt und der Bundesregierung wiederholt Rechts- und Verfassungsbruch vorgeworfen hat. Und ich kann nur davor warnen, mit solchen staatstragenden Begriffen leichtfertig umzugehen. Und ebenso wenig wurde auch die Aufklärung durch die Bundesregierung untertrieben, wie es immer wieder hier heißt. Tatsache ist, und noch nie hat es in der fast 70-jährigen Geschichte dieses Hauses einen Untersuchungsausschuss gegeben, der dermaßen umfassende
und tiefe Einblicke in die Tätigkeit der Nachrichtendienste erhalten hat, wie der unsere. Knapp 90 Zeugen vom BND-Sachbearbeiter bis hin zur Bundeskanzlerin wurden gehört. Ganze Regalwände, teils streng geheime Akten, waren ein wohl beispielloses Aufgebot an Beweismitteln. Und an diesen Fakten kann man auch dann nicht vorbeireden, wenn man die Ergebnisse der Beweisaufnahme unterschiedlich bewertet. Und Tatsache ist eben auch, dass Grüne und Linke sowohl vor dem Bundesgerichtshof als auch vor dem Bundesverfassungsgericht mit all ihren Klagen gescheitert sind. Liebe Kollegen, eines möchte ich auch noch erwähnen. Wir dürfen bei allem politischen Streit nicht vergessen, dass in unseren Sicherheitsbehörden zigtausende Mitarbeiter unter schwierigen Bedingungen hervorragende Arbeit leisten, um uns alle und unser freiheitliches Gemeinwesen zu schützen. Und politische Auseinandersetzungen gehören in den politischen Raum, gehören hierher in den Deutschen Bundestag und sollten nicht im Rahmen von Zeugenvernehmungen auf dem Rücken von einzelnen Sachbearbeitern ausgetragen werden, wie das leider oft stattgefunden hat. Kommen wir zum Thema Snowden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Koalition, die CDU und CSU, aber auch die SPD, wir haben uns dafür eingesetzt, dass Edward Snowden dem Ausschuss seine Sicht der Dinge darlegen kann. Wir haben Herrn Snowden zum Beispiel angeboten, dass wir ihn per Videokonferenz zu uns in den Ausschuss schalten, damit er uns von seinen Erkenntnissen berichten kann. Herr Snowden hat es abgelehnt, obwohl er das in den vergangenen Monaten und Jahren dutzendfach bei Tagungen und Kongressen gemacht hat. Wir haben Herrn Snowden angeboten, dass wir ihn in Moskau besuchen und uns dort mit ihm austauschen. Auch das hat Herr Snowden abgelehnt, obwohl er, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sogar die Gastgeber amerikanischer Comedy-Shows in Moskau empfangen und ihnen dort Interviews gegeben hat. Und sich dann hinzustellen, wie es die Opposition getan hat und heute auch wieder tut, und der Bundesregierung zu unterstellen, sie wolle eine Vernehmung Snowdens hintertreiben, das ist eine absurde Verdrehung der Tatsachen. Wir haben immer gesagt, Vernehmung ja, aber nicht um jeden Preis. Den Preis hat Herr Snowden selbst genannt. Den wollten und konnten wir nicht zahlen, nämlich politisches Asyl oder zumindest Abschiebeschutz. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die das Staatswohl und das Sicherheitsinteresse und auch die außenpolitischen Beziehungen obliegen nicht nur der Bundesregierung, sondern eben auch uns als Parlament. Und deswegen haben wir auch voll das Vorgehen der Bundesregierung mitgetragen und gesagt, um jeden Preis wollen wir Herrn Snowden nicht hören, wenn er schon alle unsere Angebote auch ablehnt. Und das, was einige Kollegen auch heute wieder zum Thema No-Spy-Abkommen geäußert haben, ist auch eine Verdrehung der Tatsachen. Der Untersuchungsausschuss hat gezeigt, dass im Sommer 2013 auf allen Ebenen intensive Verhandlungen zu No-Spy-Abkommen geführt wurden. Und wenn jetzt behauptet wird, die Bundesregierung habe das deutsche Volk bewusst darüber getäuscht, dann ist es schlicht eine Unverschämtheit. Und der Zeuge, da empfiehlt es sich auch noch mal in den Protokollen der Ausschusssitzungen nachzulesen. Der Zeuge und damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagt in seiner Vernehmung deutlich, nein, die Verhandlungen waren keine Erfindung, die haben stattgefunden, das ist keine Frage. Das muss man zur Kenntnis nehmen, das muss man in allen Fraktionen zur Kenntnis nehmen. Es gab keine Nebelkerze im Wahlkampf. Ja. Frau Kollegin, denken Sie an die Zeit. Zu den sonstigen Anwürfen, die die Kollegen hier bekundet haben, verweise ich sehr gerne auf den gemeinsamen Bewertungsteil der Koalitionsfraktion. Dort kann man vieles nachlesen und auch sehen, dass zum Beispiel die Kollegin Renner und der Kollege Ströbele hier eher sich in einer Märchenstunde befunden haben oder vielleicht auch in einem anderen Untersuchungsausschuss teilweise. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, als Deutscher Bundestag nehmen wir den Schutz der Grundrechte sehr ernst. Gerade deshalb haben wir auch im vergangenen Jahr die parlamentarische Kontrolle unserer Nachrichtendienste deutlich verstärkt. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir da eine gute Grundlage für die zukünftige Arbeit geschaffen haben. Frau Kollegin Wagen, darf ich Sie bitten, zum Schluss zu kommen. Umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. Und dazu darf ich Sie auch herzlich einladen. Vielen Dank. Ich darf noch mal alle Kolleginnen und Kollegen darum bitten, sich an die vereinbarte Redezeit zu halten. Wir können das aufrechnen, das sähe aber schlecht für euch aus. Für die Fraktion der Linke redet jetzt der Kollege André Hahn.